So, hallo. Wir machen weiter. Bei Binding of Isaac. Letztes Mal haben wir in einem 2-Stunden-Part. Mit Eve. Endlich. Beast besiegt. Wie auch immer ich das, weiß ich nicht. Also, oh, wir starten direkt beim Itemraum. Oh, das ist direkt ein schönes Item. Okay. Ja, und jetzt wollen wir uns an Mother versuchen. Jetzt können wir das ja auch in Ruhe, möchte ich bemerken, in Ruhe angehen, ohne zu denken, oh, vielleicht brauchen wir da und vielleicht hat man und so weiter. Denn jetzt wissen wir, wir können die Itemräume wieder mitnehmen, wir wollen den Mother-Weg gehen. Ich will versuchen, erst... Ich hasse Spinnen. Ich hasse so Räume, wo ich so komplett ein... Oh mein Gott, sind alle kaputt! Also, Spinnen sind Eves natürlicher Feind einfach. Reduzieren, das ist das Wort, das ich gesucht habe. Die reduzieren... Hallo? Die reduzieren deine Viecher, wo sie nur können. Furchtbar. So. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen, bevor mir alles genommen wurde? Ich wollte eigentlich sagen... Oh, cool. Ich weiß es nicht mehr. Scheiß drauf. Komm, gib mir ein schönes Item. Schade. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass da ein Item rauskommt. Man macht's halt einfach. Naiv, wie man ist. Geh kaputt! Nein, der macht gleich wieder Kacke. Hör auf, Kacke zu machen. Hör auf, mehr Kacke zu machen. Oh mein Gott. Hör auf zu existieren! Rennen. Schade. Hätte ich gerne mit dem Bleeder ein bisschen weiter gespielt. Das spielen wir nicht. Okay, ich resette, bis wir ein Item am Anfang haben. Sonst kriege ich die Krise. Schönes Item. Schönes Item. Die Karte wäre natürlich auch nett. Aber ich glaube nicht, dass wir 15 Münzen zusammenbekommen. So, ich werde jetzt kein Viech neu erstellen, weil die machen sie mir nur kaputt. Ich werde mein Herz schön behalten, dafür dauert der Raum halt länger. Ich kann es nicht ändern. Kann nichts dafür, dass Eve so schwach ist. Jetzt kann ich zwei Viecher mal erstellen. Nein, nicht okay. Lieber alleine weiterschießen. Aber wenn es immer mehr werden, dann ist auch Kacke. Dann ist auch Kacke ohne Unterstützung. Ja, es ist... Nee, ist glaube ich... Ah, ich weiß nicht. Ich krieg den so nicht down. Die machen immer mehr. Nee, nee, ist Kacke. Ja. Jetzt haben wir wieder diese dämliche Situation. Shish.
Ciao. Ich brauche einen Schlüssel. Leute, ich brauche einen Schlüssel. Ich komme sonst nicht hier weiter. Ah, nee, brauche ich nicht. Wollen wir erst in der nächsten Ebene machen. Nevermind, hab nichts gesagt. Könnten wir aber hier jetzt einen Schlüssel, oder? Komme ich da mit einer Bombe ran? Ne, komme ich nicht mit einer Bombe ran, ne? Ne, keine Chance. Ja, an die Karte komme ich jetzt sowieso nicht. Den Raum da drüben habe ich ein bisschen Angst. Schade. Wäre gut möglich gewesen. Aber wo dann? Ach, keine Ahnung. So, in der nächsten Ebene müssen wir durch die Fluttür gehen. Ich nenne es jetzt einfach mal Fluttür. Ihr wisst, was ich meine. Oha. Ich bin so eine Pflaume. Okay, wenn in dem Itemraum jetzt nichts Brauchbares drin ist, dann resette ich. Das war so dumm. Das ärgert mich schon wieder, weil ich dadurch schon wieder meine... Wobei, wir warten mal ab. Vielleicht kommt ja mein Satanraum. Vielleicht kommt ja schon mal mein Satanraum. Es wäre super gut, wenn der jetzt schon in der Ebene käme, dass wir den Engelraum möglichst schnell bekommen würden. Das wäre halt super wichtig. Mach dich weg. Immerhin kriege ich einen Schlüssel, das heißt, ich kriege schon mal den Itemraum auf, aber der Treffer gerade war so dumm. Ich bin einfach reingelaufen. Wie ein ganz großer Vollidiot bin ich einfach reingelaufen. Das hat mir schon ein bisschen selber sehr wehgetan. Okay, da wäre der Raum. Na komm, wir gucken. Wir gucken rein, jetzt ist auch egal. Nee! Das ist so das Letzte, was ich in dem Raum haben möchte. Bruder! Ein Treffer noch und dann komme ich nicht mehr raus. Okay, ich komme noch raus. Sheesh! Verwandlung erst jetzt, weil dann haben wir die Verwandlung hier. Genau. Hilfe! Da ist mein Itemraum. Da können wir jetzt noch gucken. Okay. Okay, dann halt kein Herz. Hier auch nicht. Ach, boah, naja. Naja. Wir warten mal noch ab, vielleicht kommt ja der Satanraum noch. Vielleicht hat er ja trotzdem noch Bock. Auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann. Aber 36%, 36% und wenn wir jetzt sterben sollten, getroffen werden beim Boss, dann ist es eh vorbei. Also das hat dann mit dem Satanraum auch nichts mehr zu tun. Geh halt kaputt! Mistvieh. So. Okay. Bombe. Ganz wichtig. Haben wir Bombe? Haben wir, aber Schlüssel haben wir nicht. Mit Glück ist in dem Stein auch ein Schlüssel mit drin. Aber wir machen erstmal den Boss. Aber jetzt wird's... Oh, jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Oh. Weil wenn ich jetzt das Herz einsammle, habe ich halt Dings nicht beim Boss. Nee, wir machen den Boss so. Ich will das Messer nutzen. Nice, genau wie ich es wollte. Das hätte jetzt nochmal schief gehen können. Okay, kein Satanraum, schade. Aber schönes Item. Ein sehr nützliches und schönes Item. Das macht nämlich das Erstellen von den Viechern nochmal viel angenehmer. Weil man nämlich immer wieder einsammeln kann. Sehr, sehr schön. So, ich würde aber gerne noch einen Schlüssel finden. Einen Raum haben wir noch. Ich
würde schon gerne noch die Truhe da öffnen können. Ich hoffe, das geht gut. Da ist mein Schlüssel. Optimal. Sehr, sehr schön. Geheimraumtechnisch gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Kurz mal kontrollieren, ob die auch existiert. Nee, existiert nicht. Nee, 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 nix. Nix Geheimraum. Ciao. Das war ein enger Gang. Da kann kein Geheimraum sein. Okay, dann nur noch die Truhe öffnen und raus hier. Nein, ich bin dumm! Ups. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt sehr blöd. Kriege ich irgendwo noch einen Schlüssel zurück vielleicht? Krieg ich einen Schlüssel? Ist kein Schlüssel. Okay. Ja, das ist jetzt ein bisschen ungünstig gelaufen, würde ich mal sagen. Das ist jetzt ein bisschen sehr schlecht. Dann machen wir wohl meinen irgendwas ran draus und gucken mal, ob wir denn Delirium vielleicht nach dem Kampf gegen den Fuß bekommen, weil alles andere hat sich gerade erledigt. Scheiße. Scheiße, ey. Ich bin so blöd. Ich weiß doch, dass ich die Schlüssel... Oh mein Gott, ich bin so blöd. Ja, cool. Ich weiß doch, dass ich den Schlüssel... Ich hab's noch gesagt, ich brauche einen Schlüssel. Ich bin so blöd. Shit. Ich meine... Es wäre zum Beispiel möglich, noch Hasch zu machen, wenn wir den blauen Schlüssel finden. Oder wir einfach jetzt auf einmal schnell genug werden. Ich meine, in einer halben Stunde bis zum Herz kommen. Ja, ne? Probieren wir das halt aus. Dies ist ja zum Glück kein Alternativweg mehr. Ich möchte wirklich sagen, zum Glück. Okay, da ist mein Geheimraum. Wie schnell ich immer einfach mit Überzeugung völlig falschen Müll sage. Yo! Das ist chillig. So, aber wie gesagt, dann geben wir jetzt Gas. Scheiße. Dann geben wir jetzt mehr Gas und gucken, dass wir hier schneller durchkommen. Okay, perfekt. Das ist damit schon mal gesichert, dass schneller durchkommen. Erstmal ein paar Viecher erstellen. Dass wir hier den Boss gut hinkriegen. So. Let's go. Oh je. Wobei der echt schnell... Der steckt einiges. Ah, das ist jetzt nicht so cool. Aber jetzt hauen wir den Rest raus. Jawohl, perfekt. Da ist der Satanraum. Den wollen wir nicht nutzen. Okay. Gleich weiter. Jetzt muss ich Hasch probieren. Jetzt muss ich auf Hasch wechseln, gedanklich. Jetzt muss ich schnell sein. Jetzt muss ich schnell sein. Wir haben ein schönes Damage abbekommen. Wir haben ein schönes Tears abbekommen. Machen wir das Beste draus.
Ist aber auch mal was Neues, im Prinzip jetzt einen Run zu spielen. Weil ich könnte eigentlich ran. Das war halt auch noch nutzlos. Naja, was soll's. Doch, da müssen wir schon reingehen. Da müssen wir schon reingehen. Okay. Emergency Contact. Was bist du denn? Ich auch schon 3 Millionen Mal nachgeschaut. When used will cause two of mom's hand to come down and grab a random enemy. Ja, moin. Magician und The Fool. Nehmen wir The Fool mit. Für einen anderen Curse Room später. Okay. Nein, ich verliere schon wieder zu viel Zeug. Das ist nicht gut. Der Bumerang wäre stabil. Okay, ganz viele Viecher stellen, dass wir den Boss schnell wegmachen. Und dann hoffentlich noch den Itemraum aber finden. Bisschen doof, dass wir den jetzt noch nicht mitgenommen haben. Okay, ihr zwei seid das. Das müsste doch laufen. Das müsste vor allem gut mit, ohne Schaden laufen. Das heißt, ich sehe einen Engelraum auf uns zukommen. Engelraum! Kein Engelraum. Okay. 13 Minuten schnell zum Itemraum huschen. So, wir haben zum Glück die Fähigkeit, durch Steine zu schießen. Das heißt, die können uns nix. Und wir können denen aber sehr viel. Okay, wo könnte ein Itemraum auf die Schnelle? Es gibt leider zu viele, es gibt leider viele Möglichkeiten. Ich gehe mal hier rüber. Perfekt. Kommen wir direkt ran? Komm direkt ran. Yo! Das ist ja fast wie wenn wir in den Engelraum gekommen wären. Null. Okay. Komme ich da auf die Schnelle ran? Ja, komme ich. Das muss dann doch noch schnell mitgenommen werden. Okay, Abflug. Abflug, 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 Abflug. Wir haben noch 2 Schlüssel für 2 Itemräume. Passt eigentlich. Passt eigentlich. So, bitte Curse of the Maze, troll mich jetzt nicht. Dankeschön. Okay, leider keine XL-Ebene. Nein, dumm. Ich hätte hier einfach durch die Wand schießen können. Ich habe mich verpeilt. Was haben wir hier? Nein, weiter. Komm schon. So, rein hier. Raus hier. Ich habe leider nicht schnell genug reagiert, sonst hätte ich es aufmachen können. Itemraum. So. Rein da. Ist eigentlich blöd, weil wir ja gar nicht uns verwandeln wollen, aber scheiß drauf. Also eigentlich will ich ja gar keine Lazarus-Verwandlung haben nachher. Aber wie gesagt, scheiß drauf, ist jetzt so. So, hier schnell durch. Ein paar Herzen zu bekommen wäre cool. Aber ich sehe schon, das wird nicht passieren, wahrscheinlich mit meinem Glück. So, mach dich weg jetzt. Dankeschön. Herzen. Nice. Hier hoch geht's hundertprozentig weiter zum Richtung Boss. Ja, hier geht's auf jeden Fall Richtung Boss weiter.
Das war ein bisschen blöd, da jetzt die Viecher reinzulaufen. Aber es gibt Schlimmeres. Ich laufe jetzt nicht zurück, um die I Can See Forever Pille auszunutzen. Entweder wir kriegen den Geheimraum noch oder halt nicht. Cool, noch ein Knochenherz. Ist jetzt allerdings da vorne gelandet. Das müsste schnell gefüllt werden. Okay, jetzt wird's wieder geschützt. Guter Raum, schneller Raum. Kein Problem, Raum. Das war gefährlich. Ich muss bestimmt durch den Raum gehen. Ja, ich muss durch den Raum gehen, war klar. Vorsicht, der springt. Hast du die Springer? Können sich alle verziehen hier. Einer noch. Der noch. Okay, Abflug. Kurz noch ein paar Viecher erstellen, dass der Boss schnell geht. 17 Sekunden. Los geht's. Okay. Guter Boss. Ich sehe einen Engelraum diesmal auf uns zukommen. Das war blöd. Dass das passiert ist, war echt ärgerlich. Aber was soll's. Jetzt geht er... Ah, nee! So, Engelraum. Come on! Was ist das? Kein Engelraum. Scheibenkleister. Uah! Okay. Das wäre eigentlich... Aber wir haben keine Zeit. Wir haben absolut keine Zeit. Hierfür haben wir Zeit. Das können wir einmal schnell machen. Das war es auch wert. Sehr schön. Direkt Itemraum gefunden. Stabil. Muss mich hinter keinen Totenköpfen verstecken. Ich schieße einfach durch alles durch. Das ist... Ah, nee, kann ich direkt auffüllen. Okay. Gut, du kommst mit. Du hast vorhin auch schon ganz coole Sachen gemacht. Steine kurz gucken. Alles in Ordnung. Also, ab zu Mom. Direkt Mom finden und glücklich werden. That's the way to go. Okay, den Shop können wir jetzt auch trotzdem mitnehmen. Wir haben genug Schlüssel und das geht auch schnell. Wir sind ja direkt da. Alles gut. Den nehmen wir noch mit. Ich überlege kurz. Die Taschenlampe dürfte mir keinen Nachteil verschaffen eigentlich, ne? Ich sehe nicht, dass die Taschenlampe mir einen Nachteil verschaffen sollte. Also, kommen wir mit. Oh, wir sind direkt beim Boss. 100% Chance, wenn wir jetzt nicht getroffen werden sollten. Das wird jetzt natürlich kritisch. Weil ein Treffer sorgt dafür, dass der ganze Deal kaputt geht. Aber ich kann es nicht ändern. Wir kaufen noch kurz das Herz nach. Und dann... Ich weiß nicht, das bringt glaube ich nichts. Wir sind eh bei 100%. Ja, ist egal. Okay. Ja, wir setzen noch mehr. Jetzt ist egal. Wir gehen auf alles. Und das Schöne ist, hier kann er durch die Steine schießen. Scheiße! Oh, die Vieh hat's reduziert. Da ist irgendwas passiert. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Weg sind sie einfach. Oder sie sind einfach zusammengewurzelt. In ein Viech, das kann auch sein. So ist es gut. Immer schön links und rechts. Nein! Okay, da ist mein Engelraum. Wir nehmen das Damage ab mit. Weil es ist eh egal, wo wir hingehen wollen. Oh, das ist ein gutes Item.
Sehr angenehmes Item. Jetzt versuchen wir noch kurz hier ein paar blaue Herzen zu generieren. Kein einziges blaues Herz, was soll's. Okay, 10 Minuten bis zum Herzen. Ist eigentlich machbar. Ist eigentlich machbar. Problem ist, wir haben nicht so viel Energie. Die Energie ist jetzt schon nicht so geil. Und wir haben halt fast nichts mehr. Wir haben nichts mehr. Ich muss ein paar Viecher generieren, es hilft nichts. Ein paar Unterstützungsviecher brauche ich. Hoffentlich finden wir Herzen oder sowas. Es wäre jetzt ultra wichtig, Herzen zu finden. Okay, sehr schön. Die einfach anstrahlen und schießen. Mach die schön langsam, das passt. Herz. Direkt der nächste große Raum. Ah, das ist ein guter Garant, dass wir zum Boss... Oh mein Gott, nee, da spreng ich mich raus. Ich spreng mich nach oben raus. Nee, nach hier, in den großen anderen Raum. Hier, den spielen wir. Der dürfte in Ordnung gehen. Nicht verwirren lassen vom Licht. Okay. Okay. So, ganz kurz Steine gucken. Ganz, ganz kurz. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. Alles gut, wir haben die Zeit zum Steine gucken. Ich sehe keinen brauchbaren, leider. So, ich gehe davon aus, hier geht's weiter zum Boss. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Die Wahrscheinlichkeit, dass das der Boss ist, ist schon hoch. Laserauge muss weg. Okay, Laserauge ist weg. Gut. Schlüssel brauchen wir eigentlich nicht. Okay, guter Raum. Gut, fast guter Raum. Ah, da ist noch einer. Okay. Immer noch kein Bossraum. Herzen. Noch ein Knochenherz. Ja, das ist cool, aber nützt mir leider nichts. Okay, vielleicht kommen Herzen raus. Ich muss die Zeit kurz nutzen. Das heißt, die Zeit nutzen. Ich muss mit... Oh, okay. Die Zeit muss ich investieren. Das hilft nichts. So. Bossraum. Wir haben eine... Gott. Wir haben eine gute Möglichkeit für einen Geheimraum. Vier Münzen. Oh mein Gott. Okay. Blaues Herz ist blaues Herz. Besser wie nix. Zwei generiere ich noch. Nee, ich generiere noch einen. Scheiß drauf. Okay. Scheiße. Blaues Herz ist weg. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ich weiß nicht, warum jetzt hier plötzlich so viele blaue Herzen herkommen, aber es soll mir sehr recht sein. Was generiert denn die ganzen Herzen gerade? What the heck? Was hat die ganzen Herzen generiert? Mein Viech oder irgendwas hat die Herzen generiert? Soll mir recht sein. Ist mir völlig egal, was die Herzen generiert hat. Was war das gerade für eine krasse Aufladung? LOL. Okay, Abflug. Wir sind voll. Wir sind einfach voll. Ich weiß nicht warum, aber wir sind voll. Okay, 5 Minuten, um zum Boss zu kommen. Mit voller Energie. Was ist da passiert? Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Wirklich nicht. Mach die Knochenherzen jetzt leer. Die erstelle ich komplett. Und dann geht's weiter. So.
Ich weiß nicht, was... Ja, cool. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Der Weg war schon mal scheiße. Aber wenn wir in einem ganz furchtbaren Raum landen sollten, dann kann ich mich immer noch mit Full raus teleportieren. Aber der, würde ich sagen, der Raum ist noch in Ordnung. Den kann man noch machen. So. Ja, cool. Ich kann die gar nicht einsammeln. Aber es ist okay. Nicht schlimm. Wollte ich damit nicht sagen. Okay, auch der Raum ist vollkommen in Ordnung. Geht auch sofort weg. Ich brauchte Full für einen schlimmeren Raum. Also, wir haben jetzt ja noch 4 Minuten oder so. Ja, wir haben noch 4 Minuten. Alles cool, alles cool, alles cool, alles cool. Wie geht's weiter? Bombe. Großer Raum. Wir gehen direkt über den großen Raum. Du kannst mich mal. Schlüssel. 4 Minuten 20. Will ich den klären oder will ich mich rausbomben? Er ist eigentlich gleich durch. Er ist gleich durch. Jetzt haben wir ihn angefangen, jetzt klären wir ihn schnell. Der ist gleich durch. Der ist gleich durch. Kein Problem. Sollten wir nochmal zurück müssen oder so, dann ist er geklärt. Der ist gleich durch, der ist gleich durch. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Keine Hektik, keine Hektik, alles gut. Alles easy. Alles easy. Hier geht's nicht weiter. Wo muss... Achso, ich muss den scheiß Schalter drücken. Hä? Oh, ich hab rausgeklickt, ups. Nehme ich auf? Ich nehme noch auf, okay, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Nichts passiert. Nichts passiert. Ich bin voll da. Alles gut. Gottes Willen. Bombe. So. 27 Minuten. Schnell, schnell, schnell. Ich muss tatsächlich hier durch. Siehst du? Macht euch weg, macht euch weg, macht euch weg. Ganz fix hier. Abflug. Runter da. Durch den Raum hier. Durch den Raum hier. Schneller. Justice. So viel Zeit muss sein. Weiter. Bossraum. We did it. Okay. Wir haben noch... Nee, ich würde jetzt nicht mehr. Ich würde noch kurz die Maschine hier sprengen. In der Hoffnung, dass Herzen rauskommen. Sollten sie eigentlich. Ja, aber nicht die Herzen, die ich wollte. Dann machen wir 2 Minuten, spielen wir noch kurz an der Maschine. Das ist okay. Die Zeit haben wir. Kann jetzt auch nichts mehr passieren. Alles cool, alles cool, alles cool. In der Zeit generiere ich noch ein paar Viecher. Dann haben wir die gleich für den Kampf. Perfekt. Abflug. Ja, es war doof, aber ist okay. Ah, das ist ja nicht der Kampf, weswegen wir hier sind. Alles cool. Nice. So. Und es ist tatsächlich der Weg offen. Okay, wir kommen zu Hush in diesem Part. Hätte ich ja gar nicht für möglich gehalten. Dachte, wir kommen zu Mother. Aber ist in Ordnung. Wir haben auch genug Schlüssel für alles. Wir haben auch keinen, zum Glück, haben wir keinen furchtbaren Curse oder so, der uns irgendwas komplett kaputt macht. Das kann ich jetzt noch gar nicht einsammeln. Das kann ich einsammeln. Das legt er die Dinger hier hin. Ja, lol, was ist denn hier alles jetzt los? Welches Astrologie-Dings ist das mit dem Schwänzchen dran? Skorpio mit Gift. Poison-Effekt. Doch, doch. Doch, doch, doch. Poison-Effekt
Ist gut. Poison-Effekt ist gut. Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. Nehmen wir. Nehmen wir. Das andere ist dieses Spacebar-Item, was mal Karte mal so erstellt. Das nützt mir nicht so viel. Okay, ich würde die größeren Fliegen mir noch holen. Denn wir kämpfen ja mit Fliegen gerade. Achso, ich könnte den Typ mitsprengen. Cool. Eine Münze noch. So. Dann erstmal den. Sehr schön. Welches davon nehmen wir jetzt mit? Ich denke, das hier ist besser. Da kann ich... Das ist zwar so vom Laufen her ein bisschen doof, aber es ist ein zusätzlicher Schutz. So, das schützt mich ab und zu so ein bisschen. Das ist schon okay. Dann kann ich hier auch jetzt noch kurz die ganzen Dinger hier kaputt machen. Ihr kennt mich. Ich muss nach Qual Space gucken. Tut mir leid, so viel Zeit muss sein. Ich versuche auch, es möglichst effizient zu machen. Auch wenn das noch nicht so aussieht. Gibt es überhaupt einen Qual Space in... Weiß ich gar nicht. Ich glaube aber schon. Wäre jetzt doof, wenn es keinen gibt und ich mache ja alles umsonst kaputt, aber hey. Na komm, wir haben den ersten Raum ja schon. So. Schön. Ja, das war doch fast schon ein bisschen effizienter. Die erste Reihe. Ja, immer die in der Ecke noch. Irgendwie, jawohl. Und... Nein. Hä, was? Wo komme ich denn immer hin? Lol. Das hatte ich ja noch nie. Diesen komischen Fehler. Dass ich irgendwas drücke. Ich glaube, ich mache das hier umsonst, aber ist egal. Okay. Das Ding ist jetzt folgendes. Ich wäre gerade kurz sogar eigentlich davor, einmal zum Torium einzusetzen, weil wir haben... Ich glaube, das füllt mir meine Knochenherzen komplett, ne? Das müsste hinhauen. Genau. Und dann kann ich jetzt nämlich... Na gut, das reduziert mir einfach, dass das... Ja, nee, es ändert nichts. Es ändert effektiv nichts. Das HP-Up ändert nichts. Ich kann es halt... Ja, ich kann... Das war, was ich wollte. Ich wollte jetzt erst die Dinger mir holen, genau, und dann das HP-Up einsammeln. Das war das. Das war, was ich wollte. Deswegen habe ich es gemacht. Dass das gefüllt wird, das Herz. Aber jetzt holen wir uns auch alles, was wir kriegen können. Wir wollen ja Hasch besiegen. Jetzt holen wir uns alles, was wir kriegen können. Jetzt frisst der erst die Knochenherzen oder was? Okay, jetzt. So. Ja, an die komme ich nicht mehr ran, das ist aber in Ordnung. Hier ist auch nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Dann drücket mir die Daumen, dass das jetzt gut geht mit der Ausrüstung, die wir haben. Ich bin sehr gespannt. Vor allem den langsamen Effekt finde ich hier, vor allem für die erste Phase, sehr angenehm. Aber das Problem ist natürlich, dass der langsame Effekt für den zweiten Teil alles andere als... Garant ist, dass er funktioniert. Nicht treffen lassen, bitte. Auch jetzt noch nicht die Viecher kaputt machen lassen. Nicht jetzt schon. So, jetzt geht's los. Aber der Gift-Effekt wird halt, glaube ich, gut sein. Ich glaube, der Gift-Effekt wird sehr gut sein. Hoffe ich mal. Und auch der langsame Effekt. Doch, doch, doch. Das trifft mich ja kaum, das Zeug.
Aber die Viecher verliere ich halt. Also die Viecher verliere ich definitiv. Ich muss die möglichst eng zusammenbekommen. Aber seht ihr das? Ne, die verliere ich. Also da kann ich, das kann ich nicht ändern. Ich muss, solange die da sind, möglichst viel Schaden mit denen machen und sie viel zusammenbekommen. Dass sie schön zusammen sind, dass sie nicht so breit gefächert sind, dass wenn ich ausweiche, auch die Viecher mit ausweichen. Ah, schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Da muss ich jetzt durch, da muss ich irgendwie durch. Ja. Ärgerlich. Jetzt kommt der Mist, jetzt kommt der Mist. Kann ich das irgendwie mit meiner langsamen Fähigkeit aufhalten, dass es gar nicht kommt? Ich sehe es noch nicht so ganz. Ah. Wir machen immer weniger Schaden, weil wir immer weniger Viecher haben. Jetzt haben wir kaum noch Viecher. Ich will auch im Moment keine Neuner stellen, da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich hoffe im Moment, dass meine Kugel recht viel abhält. Das sieht auch ganz gut aus. Das war nicht so gut. Shit. Hör auf damit! Hush is down. Es war knapp, aber Hush is down. Das war sauknapp. Das war sau knapp. Oh mein Gott. Ja, jetzt haben wir natürlich noch die Möglichkeit für Delirium. Das glaube ich zwar nicht, dass das was wird, wenn ich meine Energie mir angucke. Aber wir können es ja probieren. Aber Hush is down. Das ist sehr geil, weil jetzt haben wir den Boss Rush und Hush. Das zusammen muss man immer machen für die Soul, dass man die Soul freischaltet. Uff! Schwitz. Okay, wir brauchen jetzt dringend Räume mit Herzen. Irgendwas. Irgendwas, was mehr Herzen bringt. Ganz schnell. Sonst ist halt hier vorbei. Aber das ist dann auch in Ordnung. Also, dann kann ich damit leben. Ich bin voll zufrieden. Was jetzt, alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus. Wir haben Hush. Unfassbar. Zwei erfolgreiche Parts hintereinander. Alter. Wir kommen in dem Raum, könnten doch jetzt ein paar Herzen kommen, ha? Das wär's doch. Spiel so. Nö. Okay, dann nicht. Du kann ich überall durchschießen. Wieder keine Herzen. Ah, come on. Oh, ich kann ja... Oh, ich trottel. Oh, ich trottel. Okay, sorry, Leute. Wir müssen hier ein bisschen... backtracken gleich nochmal. Und gucken, ob ich irgendwelche Sachen übersehen habe, die ich hätte kaputt machen können. Bisher. Oh, das... Okay, das ist gefährlich. Die machen wir nicht kaputt. Die machen wir kaputt. Ja, das natürlich, muss ich aufpassen, dass da keine Spinnen rauskommen. Okay. Da sind noch Steine. Da kann immerhin keine böse Überraschung kommen bei den Steinen. Okay.
Oh je, gefährlicher Raum. Der Gifteffekt ist zusätzlich schon auch sehr stark. Vom Herzen. Naja, naja. Nee, ich wollte gerade sagen, ist ja in Ordnung, aber im Moment nicht, weil ich habe kein Spacebar-Item. Ansonsten aber coole Sache. Okay, den Raum überstehen. In dem Raum kriegen wir safe Herzen. Zum einen schon mal hier und dann haben wir natürlich hier Möglichkeiten, Kisten zu öffnen und zu holen. Leider ohne Herz. Leider ohne Herz. Oh, ich wollte... Oh mein Gott, das hat mich hier richtig durchgezogen. Ich bin gerade so froh, dass ich den Schlüssel verpeilt habe am Anfang. Weshalb wir ja jetzt eine andere Route gegangen sind, als ich eigentlich vorhatte. Lul. Es gibt hier keinen Schalter, ne? Ich muss Risiko gehen, wenn ich die Karte haben will. Death, okay. Ja, die Pille... Ah, das war Luck-Up. Ja, dann nehmen wir sie mit. Dann nehmen wir sie mit. So, und jetzt machen wir hier schön... ...schön die Totenköpfe kaputt. Dafür ist jetzt natürlich die Kugel auch wieder fantastisch. Auch wenn da jetzt gerade nur Gegner rauskommen. Komm. The Sun. Ja. Nicht, was ich wollte. Okay. Erster Bossraum, aber das ist ein ganz ungünstiger Bossraum. Das könnte im Moment könnte es der Delirium-Bossraum sein. Deswegen können wir nicht reingehen. Okay. Der Raum dürfte eigentlich kein Problem darstellen, wenn ich mich nicht völlig dumm anstelle. Dankeschön. Oh! Das ist sehr gut für sämtliche Schlüsselkisten, die wir noch finden werden. Und wir werden noch Schlüsselkisten finden. Und so viele Schlüssel hatten wir jetzt bisher nicht. 5 ist okay, aber so groß wie die Ebene halt ist, weiß man nicht. Mann, Mann, Mann. So, da werde ich gleich mal eine Bombe setzen zwischen die beiden Pilze. Genauso wie mir die Bombe das hier vorzeigt. Schade. Okay, an den Sack müssen wir ran. Ich hoffe, ich krieg's hin. Der könnte halt Herzen sein. Okay, er ist überhaupt nichts Nützliches. Dann nicht. Keine. 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 Oh, weia. Ganz kritischer Raum. Schnell kaputt machen, den Typ. Gehst drauf, bevor du mich triffst. Sehr schön. Wir haben ja zusätzlich, zu unserer Verlangsamung durch die Taschenlampe, haben wir eh eine Verlangsamung um uns rum. Ich glaube, das macht dann nochmal mehr Effekt, wenn wir verlangsamen. Okay, schnell das Feuer aus. Okay, dann ist alles gut. Wenn das Feuer aus ist, ist alles gut. So, dann machen wir die Töpfe kaputt. Kommen leider, naja, doch, so gesehen schon was Brauchbares. Aber nichts, was ich mir gewünscht hatte. So, du machst gleich einen Abflug. Wir brauchen Herzen, Leute. Die machen Brimstone. Ne, die machen nicht Brimstone. Okay. Alles cool. Alles easy. Die machen Brimstone. Aber nicht in mich. Bomben.
Und die Möglichkeit auf Herzen. Kommt her. Ne, Quatsch, unter den Steinen kann kein Herzen, aber... Aber ein Qualspace kann unter den Steinen sein. Insofern alle Steine kaputt machen. So. Mehr Steine zum kaputt machen. Let's go. Der Hase. Oh, was bist du denn? Oh, das ist das Ding, was wir letztens freigeschaltet haben, als wir den letzten Dings kaputt gemacht haben. Der Old Capacitor. Was kannst du? Was kannst du? Ah, bist du ein Repentance? Auch? Du bist sogar ein Repentance Trinket. Okay. Your active item no longer gains charges, but battery drops become much more common. Oh, okay. Das ist gar nicht mal so cool. Das Ding lädt sich nicht mehr auf, aber es fallen öfter Batterien. Ja. Also das ist vielleicht schon cool, weil man dann halt mit der Batterie eine komplette Aufladung direkt hat. Aber ja, also gerade so ein Item kommt wahrscheinlich aufs Item drauf an. Ein Item, was sich normalerweise mit jedem Raum aufladen würde, wäre da halt nicht so sinnvoll. Aber so ein Item, wo man halt, keine Ahnung, 6 Aufladungen braucht, da wäre es dann halt wahrscheinlich schon sinnvoll. Also da kann ich mir dann schon vorstellen, dass es da genutzt werden würde. Oha, Hilfe. Okay. Wir haben ja zum Glück goldenen Schlüssel. Ah. Das ist nix. Das ist alles nix. Okay. Ich habe bisher kein... Oha. Keine neuen Herzen bekommen. Es ist... Oh, nice. Tears up. Und 2 blaue Herzen sind natürlich da auch am Start. Das ist sehr, sehr gut. Soll ich mal wieder Viecher erstellen? Ich will sie noch nicht erstellen. Ich komme im Moment ganz gut durch. Ich würde sie im Moment noch nicht erstellen wollen, unbedingt. Weil nachher verliere ich sie nur wieder und dann ist mein Herz auch weg. Und das ist ja gerade das, was nicht passieren soll. Und ich komme ja gut durch. Also aktuell komme ich gut durch. Solange wir noch nicht in den Bossraum reinlaufen, erstelle ich auch noch nichts. Ich hoffe halt auf mehr Herzen in der Zeit, in der Zwischenzeit. Hässliche Spinnen, ihr kriegt alle eine Verlangsamung ins Gesicht gedrückt und dann geht's hier ab. Oh, ich sehe was. Nice. Erstmal die kleinen Räume alle abfrühstücken. Okay, wenn da kein spannender Stein... Ach so! Kein spannender Stein. Ich kann ja hier... Okay, kann ich hier? Ja, kann ich. Okay, aber ich komme... Ah, das wird... Ah, das ist ja super unangenehm. Ach, lol! Ja, eben, ich habe jetzt die Steine gesprengt. Ich muss ja, ja. Ich habe da ja was. Okay, das kriegt man nicht. Nee, das... Ich glaube, ohne eine Bombe würde man da nicht reinkommen. So, der Rest müsste jetzt mit dem Ding gehen, aber ohne eine Bombe hier anzufangen, war nicht möglich. Kritisch. Ach, komm schon. Dauert einfach 3 Jahre hier durchzukommen, ey. Oh, am liebsten wäre es, wir würden noch goldene Bomben finden, dann hätte ich hier nicht den Stress mit dieser Kugel. Vor allem, ich weiß halt nicht, ob es hier Qual Spaces gibt. Ich mach's halt, weil ich muss alles... Also, ich werde halt hier nichts dem Zufall über... Ah, warte, kann ich vielleicht sowas hier machen? Kann ich die hier draußen lassen und dann kann ich das hier so durch? Ja. Ne, die kommt schon mit, ne? Weil wenn ich jetzt hier vorsichtig da hochlaufe und dann die hier so... Ah, die zieht's dann nicht durch, okay. Gut. Gut. Und die da hinten, die 3 noch. Jawohl. Und die letzte in der Ecke noch. Yes, danke schön. Für nichts. Stabil. Na, aber das meine ich. Wir kommen durch die Räume problemlos durch. Also, jetzt was zu setzen, halte ich für falsch.
So, hier haben wir wieder einiges zu tun. Entschuldige mich jetzt schon. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich mehrere Stunden. Schade. Jetzt sind wieder die Steine an der am Rand. Okay, aber das... Ah, das ging doch. Das ging doch ganz angenehm. So. Da waren wir überall schon. Okay, wir haben den unteren Weg komplett abgefrühstückt. Das ist ja, ach, gucke mal, was ich da stehen hab lassen. Das geht ja mal gar nicht klar. So, jetzt müssen wir aber die großen Räume reingehen. Oh je. Aber gleich einen sehr unangenehmen großen Raum erwischt. Okay, das war das. Bruder, was zum... Oh Gott, erschreckt mich dieser Quatsch immer. Das erschreckt mich immer dermaßen, wenn das passiert, ne? So. Da ist wieder ein Bosskampf, aber das Problem ist auch dieser Bosskampf. Ist, also es wäre möglich, wenn er sich so nach links wegdreht, dann könnte da ein 2-Kreuz-2-Raum entstehen im Moment. Also bisher haben wir bosskampftechnisch absolut kein Glück, wie die aussehen. Wie die liegen. Na? Der könnte so nach links weggehen. Nach rechts nicht, das ist klar, aber nach links könnte er weggehen. Nee, der liegt absolut nicht gut. Wenn die alle so am Ende liegen, nützt mir das nichts. Aber wir haben ja, wir müssen ja 8 Räume, nee, sind es 8 oder 7, ist ja egal. Wir müssen ja eine gewisse Anzahl an Räumen nur finden. Okay, machen Abflug. Achso, du verwandelst dich noch in die Dinger, okay. Herz. Jetzt kann aber zum Beispiel ein blaues Herz kann mir jetzt schon wieder nichts mehr nützen. Wenn ich gleich noch eins bekomme. Das ist ein bisschen doof, weil ich die roten voll habe. Nee, hier hören wir auf. Das ist mir zu blöd. Okay, guter Raum. Komm, rote Herzen jetzt. Schlüssel brauche ich nicht mehr. Schlüssel kannst du mir... Wobei doch, Schlüssel für einen Schlüsselbettler. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, so viele Steine. Will ich das jetzt? Nee. Wir machen ein paar auf Verdacht auf. Aber vor allem nicht die, wo die Bomben sind. Also das ist mir zu kritisch. Das ist mit der Kugel dauert es halt trotzdem 3 Jahre, hier sowas kaputt zu machen. Das ist das Problem. Nein, wir nehmen schon The Tower mit. Nee, also, das ist mir zu blöd. Ich gucke nur kurz, ob es irgendein spezieller Stein ist, aber ich sehe jetzt keinen auf die Schnelle. Nee. Oh, das ist Vorsicht. Da muss ich aufpassen, dass mir die Kugel da nicht irgendwo reinrat. Okay, da ist der nächste Bosskampf. Aber auch der. Kannst du mal aufhören damit? Ich komm nicht. Ja, super. Ich wollte gerade sagen, aber auch der Bosskampf. Nee, da kann kein Boss drin sein. Der kann sich nicht so entfalten, dass dann. Also kein Delirium. Da gehen wir rein. Okay, Forsaken. Das müsste eigentlich laufen, ohne Probleme zu bekommen. Ja, easy. Okay, Negative PhD. Ist das jetzt für meine Situation gut? Eigentlich nicht.
eigentlich nicht. Der positive Effekt von False PhD ist eigentlich, also ich klar, ich sehe, was für Pillen es sind, aber das Problem ist, ich bekomme bei den meisten Pillen ja als Belohnung, in Anführungszeichen, blaue Herzen oder schwarze Herzen waren es, glaube ich, jedenfalls Soul Hearts. Und ja, merkt ihr selber, ich kann die ja gar nicht tragen. Ich kann die ja gar nicht tragen. Also, das ist nicht so... Ich glaube, das ist für meine Situation echt nicht gut. Also, ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt. Aber ich glaube, es ist für meine Situation echt nicht so sinnvoll. Ich lese es gleich nochmal kurz. Oh, endlich mal ein rotes Herz. Zeitwurz. Ich lese es nochmal ganz kurz, aber ich... Und das andere ist, ich kriege Damage ab für alle anderen Status-Downs. Und auch das fühlt sich nicht gut an. Jede Step-Down-Pille gibt mir ein permanentes Damage ab. Ja, das ist natürlich cool. Aber das würde halt auch bedeuten, dass ich zum Beispiel das Tearsdown nehmen müsste und halt Tearsdown habe, aber Damage ab. Ah, ich weiß nicht. Most other pills spawn a black heart when used. Was mir nichts nützt, weil ich es nicht aufheben kann. Nee. Fühle ich irgendwie nicht so. Leider. Muss ich gestehen, fühle ich nicht so. Ich hoffe, ihr stimmt mir dazu ausnahmsweise mal. Dass das keine gute Idee wäre, den Kollegen mitzunehmen. Ich glaube, es wäre für mich... Also, wie gesagt, die schwarzen Herzen nützen mir nichts. Und klar, sowas wie Speeddown kann ich, glaube ich, verkraften. Dafür ein Damage Up wäre schon cool. Aber, I don't know. Also wir haben jetzt den Bereich hier abgeschlossen. Für mich haben wir den Bereich jetzt hier abgeschlossen. Ich gucke noch kurz, ob hier der Geheimraum ist. Da, ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten. Es wäre super lustig, wenn er hier ist. Wollte ich gerade sagen. Lul. Ja, lul. Ja, gib mir Geld, ist okay. Vielleicht finde ich irgendwas, worin ich Geld ausgeben kann. Vielleicht finde ich ja einen coolen, Crane-Dings-Game. So, jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwie es schaffen können, den Boss da... Oh, shit. Ach, ich hasse dich, dass du mir immer Schaden machst, Mann. Ich stelle mich bei dir jedes Mal saudumm an, es ist unfassbar. So, machen Abflug. Okay, man gibt mir ein Herz zurück. Ob wir den... Aber der Boss zum Beispiel, ich glaube halt, der kann sich nach... Der könnte sich nach links wegdrehen und dann könnte da der Raum sein und das werden wir wahrscheinlich nicht verhindern können. Dass sich das nicht ausschließen. Okay. Okay. Wir haben zwei Bosse, die wir spielen können. Okay. Ja, aber das war mein Plan. Deswegen wollte ich hier runtergehen. Um zu schauen, ob da was ist. Nicey, nicey. Dann gehen wir doch gleich da rein. In beide kann ich reingehen. Und in den da drüben auch. Lol, wir haben richtig viele Bosse, wo wir reingehen können. Wir haben drei Bosse auf einen Schlag gefunden. Da stelle ich jetzt auch kurz ein paar Viecher, ne? Aus Freude. Und hoffe, dass die mir nicht kaputt gehen, weil das halt meine Herzen sind. Ja, aber hierfür brauchen wir die zum Beispiel nochmal. Sonst kommen wir hier nicht ganz so einfach durch. Schön anleuchten. Ich würde mich gerne hinter die Kugel stellen, so ein bisschen. Na, jetzt habe ich alle verloren, ne? Ich habe alle Herzen von... Ah ja, was soll's. Komm, geh weg kaputt. Bevor die bei mir ankommen. Auf! Scheiße. Okay. Ja. Ja, war kein guter Bosskampf. Muss ich leider gestehen. Weil jetzt haben wir ganz schön viele wieder verloren. Aber jetzt kann ich die blauen Herzen sa... Waren hier nicht irgendwo noch blaue Herzen am rumliegen? Dachte ich zumindest, habe ich mir wohl eingebildet, okay.
Also zumindest kann ich jetzt wieder blaue. Ich glaube, das war in. Ich glaube, das war in. In der Herzebene. Oh, cool. Cool, 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 cool. Genau richtig, was wir brauchen. Sehr, sehr schön. Genau, was wir brauchen gerade. So. Dich spreng ich. Du kannst mir coole Sachen geben. Du gibst mir leider keine coolen Sachen. Schade. So, jetzt erstmal die Viecher kaputt. Oh mein Gott. Ausweichen erstmal. So. Und da oben noch die Viecher mischen. So, ihr könnt alle mal euch gepflegt verabschieden. Und da kommt noch ein blaues Herz zum Vorschein. Damit sind wir wieder voll. Damit traue ich mich in den nächsten Bosskampf, auch wenn wir jetzt keine Viecher mehr zusätzlich haben. Aber damit traue ich mich in den nächsten Bosskampf mal rein. Ist nur ärgerlich, dass wir keine Viecher mehr haben. Das ist ein bisschen blöd, aber hey, was soll's. Den habe ich jetzt halt echt... Das ist das, was ich meine. Das ist so schnell, sind die Herzen weg. Ich glaube, da wäre es fast besser gewesen. Wir hätten es einfach so gemacht. Weiß es nicht. So, schön langsam werden. Oh, aua. Hör doch auf damit. Okay. Das ist, ein interessantes... Ja, lol. Stimmt, die Münzen laden jetzt ja auf. Lul. Okay, dann machen wir den anderen Boss noch. Solange wir noch die Herzen haben und uns das leisten könnten. Der muss auch funktionieren. Da darf auch kein Dings rauskommen. Oh boy, was? Okay, aber da kann ich ja wieder die Lampe drauf richten. Dann sollte mir das... Soll ich da ziemlich safe sein. Und mich vielleicht noch hinter der Kugel verstecken. Dann sollte ich dann noch safer sein. Ja, stabil. Ups. Da habe ich nicht drauf geachtet, was die... Da waren die Mistkugeln dabei. Ah, das ist auch nichts Brauchbares. Mann. Aber jetzt sehe ich die anderen Bossräume. Okay, aber jeder Bossraum, der jetzt noch übrig ist... Alter, wir haben kaum noch Räume übrig. Wir kriegen die Aufladung nicht hin. Was heißt Aufladung? Wir kriegen die Herzen nicht hin. Was gibst du mir eigentlich, wenn ich dir jetzt Bomben... Achso, Quatsch, ich habe ja nur 8 Bomben. Nee, 8 Bomben reichen dem garantiert nicht. Also was ich auf jeden Fall machen kann, ist, dass ich, bevor wir zum Boss gehen, noch oben das Volls PhD mitnehme. Ja, aber wo ist jetzt, wo könnten wir jetzt als nächstes... Scheiße. Die könnten meiner Meinung nach alle drei, könnten die Dings sein. Ich meine, wir wissen noch nicht, vielleicht geht da unten der Weg ja noch weiter und dann geht's noch irgendwie so schräg rüber und keine Ahnung. Ach Quatsch, nee, wir haben doch jetzt alle Räume, oder? Ah, was habe ich ausgelöst? Habe ich ausgelöst Karte oder habe ich ausgelöst Kompass? Wir werden es gleich sehen. Wir müssen einmal hier runtergehen und gucken, was passiert. Okay, hier geht's nicht weiter. Ich werde irgendwo... Wow! Alles klar, Delirium. Wolltest du mir sagen, du bist hier? Man weiß es nicht so genau. Sollen wir... Ich weiß nicht, er könnte überall... Sollen wir... Wir machen erst noch die anderen Räume. Wir machen noch kurz die anderen Räume. Vielleicht ist in irgendeinem Raum noch was super Brauchbares drin. Dann haben wir es probiert. Und ansonsten halt nicht, ne? Wow. Vorsichtig. Was das angeht, muss ich vorsichtig sein. So, großer Raum. Bring mir Glück. Oh Gott. Großer Raum bringt mir erstmal Explosionen. So, tschüss. Eine goldene Bombe, aber nicht in der Form, wie ich sie gerne gehabt hätte. Okay, aber wir können kurz die Steine anschauen. Die sind alle nicht speziell. Nee.
Nee, alles ganz normale, gewöhnliche, langweilige Steinchen. Okay. Hier Spinnen, aber nicht schlimme Spinnen. Einfach wegspinnen. Wieder eine Bombe. Ja, und das war's. Wir haben The Void durchlaufen. Wir haben The Void durchlaufen. Wir haben noch 3 Bossräume, also ein Drittel Chance, Delirium zu treffen. Und ich finde keinen der Bossräume. Doch, ich kann den da drüben ausschließen. Da scheint die Map am Ende zu sein. Das heißt, er könnte sich eigentlich nur nach drüben bauen und dann würde er ja angrenzen. Sehe ich das richtig? Ist das eine gute Argumentation? Dass deswegen hier... Oh, da haben wir noch gar nicht kaputt gemacht. Das machen wir mal schnell. Sehe ich das richtig, dass deswegen hier nicht Delirium sein kann? Vielleicht? Eventuell? Ich hoffe, meine Argumentation ist gut. Ansonsten werden wir jetzt Delirium gegenübertreten. Okay. Du bist nicht Delirium, das ist gut. Du bist auch ein sehr brauchbarer Boss. Mach einen Abflug. Gib mir was. Oh. Oh, weiß nicht. Andererseits, ich meine, die Bosskämpfe sind groß. Warum nicht? Ich glaube, hier kann eh nichts sein, aber wir machen mal. So, und jetzt haben wir noch 50-50. Aber auch hier, wenn wir mal davon ausgehen, hier oben ist die Map zu Ende, dann kann sich der Raum links von mir nicht nach oben weiterbauen. Aber ich weiß halt nicht, ob die Map da zu Ende ist. Aber es sieht schon so aus. Ich probiere den aus. Wir wissen es ja eh nicht. Okay. Nochmal die Viecher. Auch die hatten wir heute schon. Ich dachte, ich komme schnell genug weg. Scheiße, das war blöd. Das war super blöd. Ärgerlich. Schade. Ah, ja, das war's. Wir haben nichts mehr. Wir haben nichts mehr. Ich kann nichts mehr tun. Ich könnte noch auf Mega-Risiko spielen. Und, hier meine Herzen opfern, um auf dem HP abzuhoffen. Nee, ist Quatsch. Ich weiß, ist Quatsch. Denn wenn dann nachher die Bloodbag rauskommt, dann habe ich sowieso komplett versagt. Also, ja, das war nix. Da drüben war noch eine... Ah, wir können auch Pilze sprengen, wenn wir sie schon sehen. Aber dann würde ich eher die Pilze sprengen, die in dem großen Raum waren. Naja, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir haben ja noch... Hier war nur Death drinne, glaube ich. Ja, hier war... Hier haben wir alles gesehen. Wir haben ja noch das False PhD. Dann nehmen wir jetzt noch das False PhD. Gehen dann nochmal in den Raum mit den vielen Pilzen. Sprengen da und hoffen, dass noch ein paar Pillen bei rumkommen. Kriegen vielleicht noch ein paar Damage-Ups. Der Raum da, ne? Das wäre so... Vielleicht möglich, noch ein bisschen Energie zu bekommen. Aber mehr Energie wird es dann halt leider wirklich nicht mehr. Ich habe alles gefrühstückt, was man frühstücken kann. Ich meine, ich könnte hier noch weiter, ne? Aber das haben wir ja schon festgestellt. Das ist keine so geile Idee. Der Marmfuß nützt mir gegen Delirium jetzt auch nicht so wirklich viel. Der kommt halt dann mal kurz runter und das war's. Ich meine, der Tower nützt mir auch nicht so viel. Oh, da muss ich... Aber es ist schon riskant, hier reinzulaufen. Okay, wisst ihr was? Ich spreng das mal kurz da oben. Dass mir das nicht noch problematisch wird.
So, dann komm her. Dann kriege ich auf jeden Fall noch ein Herz dazu. Dann haben wir schon mal Shot Speed Down. Das zum Beispiel kann ich verkraften. Da nehme ich ein Damage Up gerne mit. Ne? So. Ich denke, das ist in Ordnung. Jetzt, wie gesagt, nur noch der Weg zu den vielen, vielen Dingsen. Genau, hier. Da noch so ein bisschen sprengen. Vielleicht mal hier eine Bombe setzen. Ja, und ein Lockdown ist jetzt halt auch völlig irrelevant. Ah, das ist... Okay, was ist Horf? Das muss ich jetzt nachgucken, bevor hier was ganz Dummes passiert. Horf. When used, shoots an Alpcake Explosive Shot, unlocked from the Dedication Achievement. Ich hab das noch gar nicht. Eigentlich. Participate in 31 Dailies in a row. Hab ich nicht. Aber ich hab die Pille einfach hier. Okay. Also die schießt einmal in Alpcake. So. Dann haben wir das jetzt auch gesehen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es riskieren soll mit dem Ding noch hier. Weil die können halt explodieren. Und wenn die mir zu nah an mir dran sind, das ist mir zu riskant. Das ist mir eine Spur zu riskant, hier noch rumzuwurschteln. Okay, gehen wir zu Delirium. Das war's. Mehr kriege ich nicht. Mehr Energie kriege ich nicht. Das ist nicht gut, aber ich kann es nicht ändern. War hier noch was drin? Pilze. Aber auch die wieder gefährlich. Nee, gefährliche Natur. Nee, ich kann nichts mehr. Ich kann effektiv nicht mehr viel tun hier. Ich kann nur noch vorsichtig zu Delirium gehen. Nicht hier nochmal getroffen werden. Und dann... Ja. Machen wir das Beste draus. Das wird nichts werden, aber wir können ja mal gucken. Weiß ich, soll ich Viecher erstellen? Die sind doch sofort kaputt. Ich denke, ich spiele normal. Ich spiele ohne Viecher. Ich spiele mit meiner Energie. Wenn ich da jetzt mit Viechern reingehe, die sind doch sofort kaputt. Nein, wir können ja... Keine Ahnung, komm. Wir erstellen mal 3 Stück. Die roten Herzen erstellen wir mal. Aber ich sehe, die sind sofort kaputt. Das wird nicht gut gehen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut ist. Was ist denn... Okay. Was ist es schon wieder, dass bei dem Boss jetzt Herzen kommen? Woran liegt das? Was macht das? Welches Item macht das? Warum ist es sonst bei den anderen nicht passiert? Also, wo kam das her? Scheiße. Nee, muss nicht, Mama. Wo kommen die her? Achso, okay, das weiß ich, wo das herkommt. Das weiß ich, wo das herkommt. Ah, shit, oh mein Gott. Oh mein Gott, der Drecksack. Der kommt auch vor in seiner Variante. Ekelhaft. Oh, ich muss... Wo muss ich hin? Da muss ich hingreifen. Oh, nee! Hör doch auf, solche Dinger zu machen! Manu! Hör doch auf, solche Dinger zu machen! Delirium, please!
Nein, jetzt kommt da das Viech. Da liegt ein blaues Herz. Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber ich nehme es mit. Oh, der macht schon wieder die Dinger. Weg damit. Nein, das ist noch eins. Wie viel erstellt der denn? Wenn der Tag lang ist. Wie kann ich das triggern, dass der wieder Herzen erstellt? Ich hätte gern wieder Herzen. Ach du Scheiße, ey. Oh, wollte ich nicht. Ich habe irgendwas eingesetzt. Ah, Tower. Shit! Oh mein Gott. Das sind ganz schön viele Schüsse, Kollege. Ja, shit, da stehe ich nicht so sicher. Oh nee, da unten wäre noch ein blaues Herz gewesen. Jetzt hatte ich die Verwandlung gerade. Oh, lol. Oh. Stimmt, wir haben ja Guppy. Das habe ich ganz vergessen. Ist das blaue Herz hier? Nice. Wie viel Schaden mache ich jetzt mit dem Messer? Nur mal so gefragt. Oh nein, ich habe Viecher erstellt. Das wollte ich nicht. Sumptorium, danke. Ah, das ist problematisch, weil wenn ich das Messer auflade, setze ich automatisch die Viecher ein. Ich meine, es ist gut, wenn ich damit ihn treffe ordentlich. Oh lol. Das kann halt doch ganz kritisch sein mit der Energie. Mann, ich will keine Sachen erstellen. Das Drecksvieh wieder. Das muss natürlich der wieder sein, der dann trifft, ne? Mann. Noch Scheiß. Oh, ich bin tot. Ja, weil. Ja. Oh, fuck. Was ist jetzt passiert? Alter, was passiert hier? Ach so, wir sind Dings geworden. Ah, ja, wir sind ja als Lazarus nochmal wiederbelebt worden. Ich probiere jetzt mal was. Okay. Mich hinter der Kugel verstecken. Gut, ist aber in Ordnung. Ich habe nie gesagt, Delirium müssen wir auch noch schaffen. Oh Mann. Gut, ich bin voll zufrieden. Alles gut, alles gut, alles gut. Delirium ist irgendwann mal Bonus, wenn wir irgendwie einfach mal Lust haben, einen Run mit Dings zu machen, aber... Achso, wir haben noch Mother mit... Okay, wir haben noch Mother mit Eve. Theoretisch würden wir noch Mother irgendwann mal... Probieren wir Mother noch nächstes Mal? Ich denke ja. Jetzt schließe ich erstmal hier ab. Danke fürs Zuschauen und tschüss.